Schweigeminute an diesem Ort. Gebt euch einen Riesenapplaus einmal. Macht Lärm, Leute, macht Lärm. Wir sind heute hier, wir gehen nicht weg. Vielen Dank. Ich werde jetzt ein paar Worte hier an euch richten. Ich bin von der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland, von der ISD. Und als allererstes noch einmal Riesenlärm für die Uri Jalloh-Inni, die jedes Jahr wieder hier ist, die nicht wegzukriegen ist. Macht Lärm für sie, Leute. Ganz genau. Leute, warum sind wir hier? Warum bin ich hier? Ich bin hier, weil ich kämpfe. Ich bin hier, weil ich einen spezifischen Kampf habe. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Ich bin auch hier, weil ich wütend bin. Ich bin wütend, weil seit den 90ern über 150 Menschen von Rassisten umgebracht worden sind. Ich bin wütend, weil allein letztes Jahr 3.729 Opfer rassistischer Gewalttaten wieder entstanden sind in Deutschland. Ich sage nein, es reicht. Wir sind hier, weil wir Antirassistinnen sind und wir sagen Schluss mit Rassismus. Ich bin wütend, weil die Presse trotzdem von Dönermorden redet und die Realitäten verschiebt. Und die Leute, die bespuckt werden, die getreten werden, die erstochen werden, die erschossen werden, die weggebombt werden sollen, beschuldigen, verurteilen und inhaftieren. Nein, es reicht! Schluss damit! Schluss mit institutionellem Rassismus! Ich bin auch wütend, weil PolitikerInnen auf einmal für Verständnis werben für irgendwelche heuchlerischen sogenannten besorgten BürgerInnen. Und dann auch noch Schnittmengen suchen mit RassistInnen und irgendeinen Dialog wollen. Nein, ich bin wütend, weil Polizei und Verfassungsschutz gleichzeitig irgendwie ihre aktive Unterstützung von Nazis versuchen zu vertuschen. Deswegen bin ich wütend. Ich bin hier, weil ich wütend bin. Ich bin hier, weil ich Antirassist bin. Wir sind alle hier, weil wir AntirassistInnen sind. Wir sind hier, wir sagen, es reicht. Nie wieder. Schluss mit dem Rassismus. Weg mit den rassistischen Institutionen. Gerechtigkeit für alle Menschen. Gerechtigkeit für Uri Jalloh. Jawohl. Ja, Wut ist eine Sache. Wut, Leute, ist eine Sache. Aber ich bin mindestens genauso zuversichtlich. Die Idioten von der AfD twittern und laufen und posten panisch ihren rassistischen Quatsch. Die sind verzweifelt und jämmerlich, denn sie haben keine Chance. Wir sind hier Jahr für Jahr wieder. Wir lassen nicht locker. Okay, ich rede hier die ganze Zeit von einem Wir, aber was bedeutet dieses Wir eigentlich? Was ist unser gemeinsamer Nenner? Unser gemeinsamer Nenner ist, und da bin ich mir ziemlich sicher, eine antirassistische Haltung. Wir sagen, es reicht. Schluss mit einer Polizei, die Morde vertuscht und ein Kadavergehorsam praktiziert. Schluss mit einer rassistisch geprägten Befehlskette. Schluss mit kriminalitätsbelasteten Orten, polizeilichen Sonderzonen etc., wo arme Menschen, Migrantinnen, Refugees, nicht weiße Menschen keine Rechte mehr haben. Wir sagen, es reicht. Wir sind Antirassisten. Gleiche Rechte für alle Menschen. Was bedeutet das für unseren Aktivismus? Immer wieder können wir feststellen, dass Rassismus dann häufig als ein Einstellungsproblem verstanden wird. Ein Einstellungsproblem, dem man mit Empowerment auf der einen Seite, Sensibilisierung auf der anderen Seite begegnen muss. Selbstverbesserung wird gepredigt, Achtsamkeit, Awareness. Das sind alles nicht unbedingt schlechte Eigenschaften. Ich halte manches davon sogar für recht wichtig. Ich bin aber auch der Überzeugung, dass der Versuch, ein guter Mensch zu sein, nicht ausreicht. Machen wir uns nichts vor, es gibt in Europa gesetzte Institutionen wie die besagte Befehlskette etc., die menschenverachtend bleiben, auch wenn wir es oder zum Beispiel einen Bulle gut meinen.
Und dann gibt's noch sehr handfeste rassistische, nationalkonservative politische Bewegungen mit ihren AnhängerInnen, ihren grausamen Utopien, transnationalen Bündnissen und momentan haben sie ein bisschen Fame, ein bisschen Aufwand. Wir haben also dann ein Problem, wenn sich rassismuskritische Aktionen, Ziele und so weiter nur auf der Ebene von einzelnen Individuen, von individuellem Handeln befinden. Wichtig ist, dass wir uns gegen eine neoliberale Vereinzelung wenden. Eine neoliberale Vereinzelung, die einen Rückzug in kleinteilige Identitäten, Aktivismus nach innen und so weiter zulässt, aber ein gemeinschaftliches Bewusstsein bezüglich gesamtgesellschaftlicher Veränderung soll verhindert werden. Nein, wir ziehen uns nicht zurück. Wir sind alle heute hier, alle zusammen. Kein Rückzug ins Private wie bei der Biedermeierzeit. Das umkämpfte Terrain, unser umkämpftes Terrain ist das Terrain der Politik und wir betreten es alle gemeinsam. Und ich bin zuversichtlich, denn ihr seid alle da, wir sind alle gemeinsam hier und wir stellen uns Rassismus und dem neuen Faschismus entgegen. Die Gesellschaft der Immergleichen wird zur Gesellschaft der Vielen. Da kann ein Höcke, eine Weidel oder irgendein Kackstorch nichts machen. Wir sind hier. Uns kann man nicht wegbomben, uns kann man nicht abknallen. Wir gehen nicht weg. Die haben keine Chance, denn sie werden mit ihrer Scheiße nie wieder durchkommen. Uri Jalo! Das war Mord! 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 Okay, Leute, vielen Dank. Ich kürze etwas ab und sag nur... 1907 riefen schon Menschen wie Karl Liebknecht fort mit dem blauen Klatschwert der Ausweisung. Refugees schreien heute Je veux ma place. Wir schreien Uri Jalo, das war Mord. Ich danke euch allen, dass ihr hier seid. Ich bin, wie gesagt, zuversichtlich. Ich bin glücklich, dass ihr heute alle hier seid. Schaut euch um, Leute. Ihr könnt euch sicher sein, die haben keine Chance. Wir gewinnen, wir haben gewonnen, wir werden haben gewonnen. Wir werden auch immer gewinnen. Die Zivilgesellschaft tickt anders als der Staat. Wir sind verantwortlich für Gerechtigkeit. Wir schließen uns zusammen und wir kämpfen gegen Rassismus, alle gemeinsam. Vielen Dank, Leute.